herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Kellershow. Freuen Sie sich auf diesen spannenden Abend mit tollen Gästen und natürlich sehr viel guter Musik. Und nun begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber, Thomas von Metz. Gemahlin Daddy, unser Zapfmeister Helly, die Kellerkapelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Gitarre Chris Kaufmann, am Schlagzeug Markus Mechmeier und am Bass die Legende Andreas Boando Hansola. Die Kellerkapelle, ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier im Sudwerk des Batzenhäusers in Bozen. Tja, es ist dies die 30. Ausgabe und fast alle Ausgaben hat sie mit mir durchgestanden und moderiert. Sie hat gerade was Besseres zu tun, denn sie wird Mami. Begrüßen Sie mit mir Manuela Ramosa. Eben die 30. werden wir gemeinsam feiern, aber nun freuen Sie sich mit mir auf einen biblischen Musiker, auf eine erfolgreiche Schauspielerin und auf einen Soziologen, der weiß, wie Gesellschaft funktioniert. Und mal ganz ehrlich, wir gehen jetzt in eine kältere Jahreszeit und ich persönlich weiß nicht, inwiefern ich noch heizen kann, darf, mir das leisten kann. Aber wenn sie jetzt durch die Türe durchgehen wird, hier in den Raum rein, dann wird mir warm ums Herz. Josie Bressel! Er ist ein Tausendsasser seiner Art. Als Liedermacher, Religionslehrer, Sprecher, Moderator und Motivator sowie Atemstimm- und Rhetoriktrainer arbeitet er seit mittlerweile mehr als 35 Jahren und gibt sein Wissen, seine Ratschläge und Denkansätze weiter. Es ist für ihn mehr als nur ein Beruf, es ist Berufung. Der Unterschied zwischen Beruf und Berufung sei, dass man bei der Berufung das Gefühl hat, am richtigen Platz zu sein. Und genau das denkt er sich jeden Tag aufs Neue, schöpft Mut und Kraft und das auch in schweren Zeiten. Meine Damen und Herren, Bühne frei für Alfred E. Meyer mit seinem Song Melody. Alles, was sich je geboten, durch Gemüt, Humor und Noten, schwingt verborgen in den Pfeifen, mag zum Lebenslieder reifen. Froh sind treu Musik und Lieder, mir durchströmen Geist und Glieder. Mögen ruhen in meinem Hause, ohne Pause. Slamat malam,
alles, was ich je geboten. Durch Gemüt, Humor und Noten mögen ruhen in meinem Hause. Ohne Missklang, ohne Pause. Melodie ist mir gegeben. Melodie liegt mir im Sinn. Rhythmus ist für mich das Leben. Harmonie ist mir gegeben. Dankeschön. Hallo Josie. Hi. Hi. Folg mir bitte. Ja, Servus Alfred, grüß dich. Hoi. Bitte den Platz. Baum. Ja. Yeah. Was magst du denn erst dazu trinken? Was darf man da denn umbieten? Also Helmut, ihr ja eine ich sehe schon, Red schon Freed on ihr schon gehabt, gell? Ja, Red. Hast du noch nicht da? Ich bleib bei der Red Frieda. Wunderbar. Was auch immer Red Frieda ist. Aber ihr habt schon gesehen, ihr habt zwar besser als ein Buschertal wahrscheinlich, gell? Ihr habt euch schon angefreundet. Wir haben uns da schon organisiert, ja, ja. Red Frieda, da ist es. Du hast mal was mitgebracht. Ja, schau her mal da. Ich habe dir ein Souvenir mitgebracht. Okay. Du weißt, ich bin erst von Bali zurückgekommen. Ja. Und das ist ein Rindig. Wow. Ein Rindig. Und zwar in Bali ist es so, dass so wie bei uns jedes Dorf eine Musikkapelle hat. Mhm. Und die Gamelan-Orchester. Das sind alles Schlaginstrumente. Okay. Und das ist dann praktisch ein typisches Instrument, der genau. Balian, oder wie sagen wir, wie heißen die? Ein balinesisches traditionelles Instrument ist das. Rindig. Das stimmt ja eigentlich perfekt, oder? Und das schenke ich dir, das Rindig, damit du dich an mich erindigst. Dankeschön! Das ist echt gut. Groß. Also auf Bali werden wir auch noch gleich zu reden kommen. Aber starten wir mal mit deiner Musik. Melodie. Mhm. Da war jetzt sehr viel Rhythmus drinnen, weil wir schon bei dem Thema sein. Und eher wortkarg. Wir haben gehört, du bringst Psalme auf die Bühne. Bibel Live ist dein Live-Programm. Das war aber jetzt eher wortkarg, aber die Botschaft dieser vier Sätze im Refrain, der ist sehr stark. Ich muss dazu sagen, dass der Text nicht von mir ist, okay, sondern vom Ignaz Gasser, Höfnatz von Milbold. Und ich grüße alle Milbolder an der Stelle. Ja. Da und... natürlich, da, aber vor allem am Fernsehen, natürlich. Und der Höfnatz, der hat Texte geschrieben, ist leider verstorben. Und sein Bruder, der Alfons, hat mir erlaubt, eben seine Gedichte, die gibt es übrigens als Buch. Der große Stein, das hat der Sepp Kustatsch ausgegeben. Und da sind wunderbare Gedichte drin. Und das Lied besteht aus einem Gedicht und einem Vierzeiler. Melodie ist mir gegeben, Melodie liegt mir im Sinn. Rhythmus ist für mich das Leben, Harmonie ist mir Gewinn. Und das andere ist eben ein Gedicht, was ich jetzt vorne und hinten noch dazu getan habe. Also, du schreibst grundsätzlich die Texte dann nicht selber? Nein, ich schreibe schon grundsätzlich selber. Okay. Aber du, es gibt einfach viele Leute, die viel besser schreiben als ich. Und in letzter Zeit mache ich leider die Musik. Mhm. Die, was die Psalme geschrieben haben, meinst du die Sam zum Beispiel? Der David zum Beispiel. Der David war ja der erste Songwriter überhaupt in der Geschichte. Der David hat ja Laute gespielt, also die vierseitige Gitarre und Harfe. Und die 150 Lieder, die wir da in der Bibel haben, das sind ja Lieder, die Psalmen. Mhm. Wir haben ja keine Ahnung, wie die geklungen haben. Okay. Wir haben ja leider die Texte. Und da nehmen vor 20 Jahren schon umgekehrt, vor allem wieder mal so einen Psalm zu vertonen. Und der Kim Heinz. Wir fallen durch, noch weitere vier Songs mitgebracht. Also wir werden so ein, ja, so ein bisschen aus alten Sparten von dir ein bisschen was hören. Alfred, wenn du sagst, Psalme oder solche Gedichte auf die Bühne bringen, du schreibst auch selber. Was ist denn dir wichtig? Welche Botschaften willst du ausgeben? Du bist ja Religionslehrer. Ja. Botschaften. Ich sing und rede einfach von dem, was mich begeistert und was mich erfüllt und was mir zum Leben hilft. Und Salvere? Und die Bibel ist einfach die Bibel ist meine Kraftquelle. Und ich komme nicht um, noch einmal am Psalm zu singen zwischendrin. Keine Angst, ich werde nicht gleich Psalmen singen. Heim, ne? Was ist heißt da morgen der Psalmensänger? Ne? Weil das kenne ich ja aus den Anfangszeiten. Ich bin der christliche Liedermacher gewesen. Und ich habe gesagt, Moment mal, entweder bin ich Liedermacher
Mhm. Und ich singe halt auch mal von dem, was ich glaube. Hab ich habe ihnen nie allemlei christlich gesungen. Nicht? Mhm. Ich kann auch ganz anders, gell, wenn es sein muss. Nicht? Okay. Also wir könnten da oben, der Chris und ich, ganz wilde Sachen machen. Gell? Also die. Was haltet ihr davon ab? Wir machen schon ein bisschen Krach nur, Chris. Gell? Man sieht, Sprache ist dir wichtig, wobei die Musik und der Rhythmus ja auch Sprache sind. Ja. Alfred, du bist Religionslehrer. Ist das eigentlich noch cool, Religionslehrer in der heutigen Zeit zu sein? Das Coolste, was du dir vorstellen kannst. Schau, morgen habe ich 8 Stunden. Mhm. Weil ich halte mir einfach die Schule, weil ich bin mit 14- bis 20-Jährigen zusammen. Und wer hat schon in meinem Alter das Vorrecht, mit 14- bis 20-Jährigen eine Stunde, die 18 Stunden, ich habe einen Vollauftrag genommen zur Hetz, weil mir das einfach gefällt. Ich habe morgen in der Früh die Tischler. Ja. Und dann kommen die Schönheitspflegerinnen, dann kommen die Verkäuferinnen, dann kommen quer durch Metalltechnik, Bautechnik. Das ist ja spannend, was geht. Aber was erzählst du denn die? Ich mache mit ihnen Lebenstraining und Glaubenstraining. Okay. Das bietet immer noch nicht. Ich sage, schau, ich ein paar Jahre lang mehr wie das auf dem Buckel. Ich kann ein paar Tipps vielleicht geben in die Richtung, wie Leben funktionieren kann. Und vor allem, ein Leben funktionieren kann, wenn es einmal nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das wissen wir ja. Naja, wird's noch spielen, Leben ist ja genau das, was passiert in dem Moment, während die mir andere Pläne gemacht haben. John Lennon hat das einmal gesagt. Life is what happens while you are busy making other plans. Genau. Und dann muss schauen, wie du rauskommst. Mhm. Und da haben wir Stoff genug. Also ich halte mich nicht an Lehrpläne. Und gerade in Zeiten wie diesen, es geht um Werte, es geht um Nächstenliebe, es geht ja um wirklich tolle... Ja, bleiben wir bei den Werten. Nicht? Mit welcher Haltung gehst du in der Klasse ein und gibst ihm diese Tipps? Wie wichtig ist denn dir das? Na, ich versuche, kann da Beispiel sagen, ich jetzt Jonke erst vor ein paar Wochen. Ne? Die erste Stunde ist einfach, dass wir zusammensetzen im Kreis und wir reden. Ne? Die gehen mal her und sagen, wo kommst du her, was tust du? So in etwa, hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich bin der Alfred. Genau. Na, um das geht's, auf Augenhöhe gehen. Und wenn man das kapiert, endlich einmal auf Augenhöhe gehen, einmal reden mit den Leuten, bevor man Lehrpläne und Rahmenpläne und weiß Gott, welche Pläne machen. Danach können wir ihnen schon etwas unterschieben, ganz klar. Aber erst muss ich einmal eine Ebene finden. Mit das wäre dann Bildung, spannend. Oder? Das wäre dann Bildung. Ja, das ist Bildung. Das ist Bildung. Ja. Weihnachten steht ja auch ein ganz besonderes Programm an. Eilig Heilig nennt genau. sich dein neues Bühnenprogramm. Ja. Ich bin Nomen est Domen, also Eilig Heilig. Ja, es heißt Heilige, Eilige Zeiten. Oder Heilige, ich spiele mit Heilig und Eilig. Ja. Und das ist recht ein spannendes Programm. Texte von Hans-Dieter Hüsch, Ephraim Kishon und dem guten alten Wackerl. Mhm. Und dazwischen Lieder, die Weihnachten von verschiedenen Seiten beleuchten. Da freue ich mich drauf, das haben ja ein paar Mal gemacht schon. Und jetzt machen wir eine kleine Tour. Mhm. Die geht den 1. Dezember los, aber das siehst du und das sieht das Publikum. Und da die Zuseher da sind, alles auf der Internetseite, das wird schön aufgelistet, wo wir ja, da unterwegs sein. Mhm. Samuel Koch wird im Oktober zu Gast sein. Ja. Du hast auch du die Finger im Spiel, im ja. Sinne von, du hast ihn gewinnen können für eine kleine Tour durch Südtirol. Wir machen eine Tour, die geht den 15. Oktober los. In Schlanders im Rahmen vom 7. Finchker Wertetag zum Thema über die positive Kraft des Mutmachens. Genau. Genau. Das ist ein Abend in Schlanders. Also die öffentlichen Veranstaltungen sind 2 in Südtirol, einer ist in Zillertal, in Mayrhofen. Im Bruneck ist schon am 17. Oktober eben die große Veranstaltung im Campus, eben Steh auf, Mensch, ein bezeichnender Titel für Samuel Koch, der gar ist nicht ja auch der Buchtitel von Samuel Koch. Ist auch der Buchtitel, sehr richtig, vom dritten Buch. Ja. Und dann haben wir noch 3 Schulveranstaltungen, wo wir jetzt schon voll haben. Wir haben 3x 700 Schüler schon, also 2100 Schüler. Und die Abendveranstaltung, da gibt es noch ein paar Karten übrigens für 17. Oktober. Aber da muss man schnell sein. Ganz schnell sein. Wir haben ja gesagt, eingangs Bali werden wir noch thematisieren. Du kommst gerade aus Bali zurück. Ja. 2013 ist dein Sohn tödlich, ist verstorben so, nach einem sehr schweren Unfall. Der war eben auch im Rollstuhl wie Samuel Koch. Micha, dein Sohn, ja. Der hat in Bali diese Sunset Villa gebaut, ja, errichtet. Er hat das Projekt eben initiiert, muss man sagen. Genau. Der ist ein großer Traum ist gewesen, die Villa zu bauen. 2013 hat er noch das Land gepachtet, sagen wir. Mhm. Auf 30 Jahre und die ersten Pläne gemacht schon und dann ist der 30. November 2013 gekommen
wo wir mich ja leider gemäß haben verabschieden von der Welt. Und haben wir beschlossen als Familie, der Traum, den er gehabt hat, weil er den Traum ja gehabt hat, sich die Villa zu bauen, barrierefrei, rollstuhlgerecht, für sich, für andere auch. Und haben wir gesagt, das machen wir. Und das haben wir noch 2014 umgehabt, zu bauen. Und seit 2015 machen nicht nur Rollstuhlfahrer, aber vor allem auch Rollstuhlfahrer aus der ganzen Welt Urlaub in der Villa Sunset View in Dalung Badung, Bali, Indonesien. Und du schaust schon wieder so ein-, zweimal im Jahr nach dem Rechten, oder? Und führst das Projekt als Familie im Sinne von Micha weiter. Es ist ein Familienprojekt und ich bin schon von 2014 bis 2020 allem das halbe Jahr Renten gewesen, also 5 Monate, das längste 7 Monate. Jetzt natürlich die letzten 2 Jahre mal wieder eine Flaute gehabt, klar. Jetzt heuer bin ich jetzt einen Monat, denke ich, noch ein Rechten zu schauen. Aber wir haben Buchungen wieder bis Weihnachten. Ich bin wieder glücklich, dass wir glückliche Gäste empfangen können. Und wo sind jetzt gewesen, Deutscher. Und der hat noch gesagt, also ich kann nie Urlaub machen. In dem Sinn, im Rollstuhl. Nicht? Mhm. Oder in Australien, der ganz netter Typ, ehemaliger Rugby-Spieler, der mittlerweile seine Mannschaft trainiert, der ist Tetraplegiker mittlerweile, sitzt im Rollstuhl und trainiert jetzt seine Mannschaft, wo er als Profi gespielt hat. Der hat mir noch eine Nachricht geschickt und hat sich einfach bedankt und gesagt, er kann mit seinem Riesendrum voll Rollstuhl, das er hat, kann er nicht Urlaub machen. Und das freut dann einfach und wir haben versucht, aus der Tragik, die passiert ist, einfach was Schönes zu machen. Und das ist gelungen. Alfred Immeier, Dankeschön. Ja, das waren meine Fragen. Josie ist im Keller unterwegs und sammelt jetzt die Bierdeckelchen ein. Du warst, Alfred, da gibt es die Möglichkeit, dass auch das Publikum Fragen an dich stellen darf und kann. Ah ja. Erste Frage. So. Mal schauen. Okay. Wie motivierst du junge Menschen zum Religionsunterricht? Indem ich mich selber motiviere und den Motivator einfach zeige in der Klasse. Und wenn ich mich selber motiviere und motiviert bin, dann sind sie auch motiviert. Ja. Das war's. Klingt einfach, aber ist das so einfach immer? Ich muss ja selber begeistert sein und selber passioniert sein für das. Und mich selber, ich muss mir oft selber, auch wenn ich mir da bin, egal, ich mir das auferlege, in dem Moment, wenn ich vor einer Klasse stehe oder vor einer Seminargruppe, weil du die Rhetoriktraining so angesprochen hast, dann gebe ich mir das einfach. Und, und wenn ich motiviert bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass der ja motiviert wäre. Ja, das stimmt. Auch Neugierde schaffen, nicht in Beziehung treten. Das ist ja, glaube ich, der Start, um Wissen dann überhaupt vermitteln zu können. Ja, ja, und jeder kennt es aus der Schulzeit. Also das, was einem präsentiert wird, das überträgt sich dann natürlich auch. Klar. Machen wir weiter. Mit wem möchtest du einmal ein Duett singen? Mit Tom Waits. Oh. Kein ganz unbekannter Tom Waits. Warum Tom Waits? Tom Waits ist neben Bob Dylan und Beethoven natürlich einer meiner ganz großen Helden. Okay. Nur, er spielt seit 2008 nicht mehr. Letztes Album, Better's Me, 2008. Und seitdem spielt der Hundling nicht mehr. Und ich will den unbedingt sehen. Und wenn es natürlich ein Duett dann mit ihm noch gäbe, dann... Woke up this morning in cold water with a cold water with a cold water. Er kann direkt Gitarre. Ja. Alles schaffen wir nicht. Mach doch gerne. Alles schaffen wir nicht. Ja, genau, alle. Die gebe ich dir danach. Einen hat sie noch. Wie wird man mit so einem großen Verlust fertig? Indem man seine Perspektive einfach ändert und nicht auf das schaut, was ich verloren habe, ganz klar, sondern auf das schaue, was noch möglich ist. Und das ist meine Lebensweisheit. Also nicht mehr auf das zu schauen, was ich nicht mehr habe oder nicht mehr kann, sondern auf das zu schauen, was ich noch kann. Und das ist seit vielen Jahren mein Gebet auch. Ja. Herr, gib mir die Kraft, ja, Dinge anzunehmen, die ich nicht verändern kann. Ja. Gib mir dann den Mut, Dinge zu verändern, die ich verändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Das ist meine Leidenschaft. Du musst jetzt wieder deinen Rhythmus und die Melodie finden, denn du wirst jetzt wieder auf die Bühne gehen, Alfred, und einen Song zum Besten geben. Ja, bitte. Ja. Kurz. Reiterlied nennt sich die Nummer, Reiterlied, die du jetzt spielen wirst. Um was geht's? Ich muss dazu sagen, das ist das erste Gedicht, das Wolfgang Borchardt, einer meiner ganz großen Lieblinge. Also Wolfgang Borchardt ist ja vor allem bekannt durch das Bühnenstück Draußen vor der Tür. Was viele nicht wissen, dass Borchardt sehr viele Gedichte geschrieben hat. Und das Gedicht, das ich jetzt vortrage in musikalischer Form, ist das Reiterlied, das hat er als Text geschrieben, als 17-Jähriger. Hm. Und ja, ich werde jetzt mit Chris, Mac und Andreas dann einen Sound dazu machen. Ist fast wie Tom Waits, oder? Ist fast wie Tom Waits. Ja, es geht in die Richtung. Ja. Wir werden jetzt ein bisschen... Ja. Wir werden ein bisschen, Chris, ein bisschen Western-Atmosphäre hier reinbringen. Western. Dann Alfred Sattel, Hühner, ab auf die Bühne. Okay. Jetzt Armstimmung. Der Wind pfeift durch den Keller. Die Strohballen rollen vorbei. Und jetzt gibt's das Reiterlied von Alfred E. Meyer mit der Kellerkapelle. Ich bin ein Reiter, stürmend durch die Zeit. Durch die Wolken führt mein Ritt. Ich bin ein Reiter, stürmend durch die Zeit. Durch die Wolken führt mein Ritt. Aus voran, der Sturm jagt neben mir voran. Mein Pferd greift aus voran, durch die Gefahren hin stürmen wir. Ich und du, mein Pferd, voran durch die Zeit. Ich bin ein Reiter, stürmend durch die Zeit. Durch die Wolken führt mein Ritt. Ich bin ein Reiter, stürmend durch die Zeit. Durch die Wolken führt mein Ritt. Die
die Kellerkapelle. Sie ist eine Künstlerin durch und durch. Man sieht sie oft in Werbung, Film und Fernsehen und ihre große Leidenschaft ist die Theaterbühne. Wenn sie nicht gerade engagiert ist, produziert sie selbst kreative Kurzfilme oder sogenannte E-Castings mit großem Wiedererkennungswert oder verbringt ihre Zeit bei ihren Liebsten hier in Südtirol. Sie lebt ganz nach dem Motto, egal was du tust, tu es mit ganzem Herzen oder lass es. Und ihre geheime Schwäche ist Tiramisu. Herzlich willkommen, Debbie Müller. Hallo, meine Lieben. Dankeschön für deine schöne Anmoderation. Gut siehst du aus. Schön, dass du da bist. Bitte nimm Platz. Ja, dankeschön. Kimmst du da hoch, Moll? Das kriegst du schon hin. Ja, ich krieg das hin. Gell? Ja. Die darf von Helly etwas bestellen? Du darfst. Schon, ihnen Durst. Eine Capri-Sonne, bitte. Er hat dir davor gesagt, er hat alles. Hat alles? Da bin ich mal gespannt. Alles. Ob er da was zaubern kann. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich auch gespannt, was er da zu Hause sagt. Ja. Du hast mal was mitgebracht. Ja, für dich eine neue Handtasche. Oder? Passt. Ja, das wäre so quasi Teint in Teint, oder? Genau. Ist jetzt nichts groß. Du darfst aber schon reinschauen, oder? Original oder mit Glas? Original. Ist das zerbrechlich? Ich glaube nicht. Tiramisu? Nein. Fast. Fast. Du bist ein Schatz, danke dir. Also. Hey, ich fühle mich wie Meyers Flug, okay? Jetzt fällt leider das belegte Brot. So, also hier ist mal die Karte. Ja. Und zwar ist das die Sturm der Liebe Autogrammkarte. Original. Original. Also nicht der gedruckte, ist wirklich mit Hand unterschrieben. Natürlich. Wilma Müller. Und? Ach. Aus München. Aus München, die Brezen. Frisch importiert. Das passt jetzt ja perfekt. Ja, eben, das haben wir du, fast gedenkt. Du, jetzt da einen Schirn und machen wir zwar. Ja, vielleicht hat der Helly noch ein bisschen Speck und so. Oder Weißwurst geht nicht mehr um die Uhrzeit. Na, Weißwurst um die Uhrzeit aber geht nicht. Da finden wir schon noch was. Aber ich glaube. Die verputzen wir noch heute mal. Ja, logisch. Debbie, wo fangen wir eigentlich an bei dem, was du als tust? Fangen wir von vorne an. Sozialarbeiterin gewesen. Sozialbetreuerin. Sozialbetreuerin, genau. Pardon. Mhm. Und dann hast du irgendwann einmal so Mitte 20, Ende 20 ja schon entschieden oder so Mitte in der Richtung 20. Mitte 20. So, nee. Ist es passiert? Was war so passiert? Naja, also, dass ich Schauspielerin gewählt habe, dann wäre ich eigentlich schon gewusst, ich habe es schon gespürt gehabt, aber in Südtirol macht man das einfach nicht, dass man sagt, man geht in die große weite Welt aus. Deutschland ist jetzt nicht gerade die große weite Welt, aber halt, dass man sie. Die nächste große. Die nächste große Welt, genau. Ja. Und ich habe früher öfters mal Theater gespielt, mein Tata hat ja auch öfters mal gespielt und die war halt irgendwie, im Hintergrund als Madele, als Volk mal zu singen, aber nie selber gespielt. Mhm. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben und dann hat es mich gepackt. Und dann habe ich erst gehen. Dieses Fieber. Das war auch der Moment, du warst zu dem Zeitpunkt schon Mama. Ja. Du hast dann gesagt, okay, Südtirol finde ich nichts. Oder was war der Grund, dass du nach München dann direkt gegangen bist? Ja, keine Ahnung. Also ich habe es gemerkt, probieren draußen, glaube ich, weil ich einfach, ich sag mal, mehr Chancen gewittert. Wie soll man sagen, es ist ein bisschen schwierig da in unserem Land so vielleicht viel spielen zu kennen. Und keine Ahnung, es hat sich ja irgendwie ergeben. Die Tierlein sind auch gegangen. Der Tata hat gesagt, er sieht die Leidenschaft, wie er in der Malerei hat. Sieht er bei mir in der Schauspielerei. Und dann habe ich halt Vorsprechen gemacht. Und dann hat es funktioniert und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich es probiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich halt draußen. Ich bin so oft da, ich fahre mal auf und nieder und von den her. Mhm. Papa sitzt im Publikum, die halbe Familie, glaube ich, von dir, Schwester, Mama, bekannte Künstler, Ernst Müller. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Jetzt, ihr beherbergt ja ein Schloss. Ist es von Müller und bist du so demütig und schreibst du Müller oder wie kommen wir zum Schloss? Nein, wir sind Leihmüller. Ganz Müller. Normal. Ja, okay. Halt reicht da. Und wie kommen wir zum Schloss? Ja, der Tata hat mal vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und viel Liebe und Engagement hat er selber das umgebaut mit seinen Händen. Deswegen in jeder Wand
ist der Tata drin und das spürt man auch, wenn man das Haus von außen anschaut und auch wenn man im Haus wohnt. Viel, viel Liebe ist da drin. Und ihr seid dann die Prinzessinnen? Natürlich. Natürlich, nein. Aber irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. Fühlst du dich gerne als Prinzessin? Weiß ich nicht. Ich bin eher der Bauer. Eher der? Okay. Ja, schon. Ja, bin lieber oft einmal die Bayerin oder halt so die Erdige. Und das habe ich auch von meinem Papi. Mhm. Ich weiß, ich habe meinen Papi am ganz großen Auge, aber er ist ein großes Vorbild für mich, weil er mir auch die Bodenständigkeit mitgegeben hat. Und das hat er, glaube ich, nicht nur an mir, sondern in der ganzen Familie. Und das braucht man genau in den Job wahrscheinlich auch ab und an, auch, oder? Auch. Also bist du sehr erfolgreich unterwegs. Sturm der Liebe, also alle, die jetzt diese Soap nicht kennen, diese Soap-Seifenoper, wie sagt man das eigentlich übersetzt? Deutsch. Ja, Daily. Ja, sicher. Ja, genau. Soap. Und du hast jetzt ziemlich eine Hauptrolle quasi gespielt. Jetzt, da gibt es ja mehrere Hauptrollen. Die, was es allem schon gibt, seit, glaube ich, haben wir davor versucht. Seit 18 Jahren. Jetzt schon. Und du hast den letzten Auftritt gehabt in April, das heißt, Dreharbeiten waren im Jänner. Genau. Wenn man jetzt in so einer Soap spielt, ist das jetzt so quasi der Karrierehöhepunkt? Oder sagst du, okay, nee, das war einfach meine Erfahrung und jetzt will ich mehr? Was ist denn das? Also ich bin sowieso nie mit irgendetwas zufrieden. Ich brauche immer wieder eine Stapfele mehr, ich brauche die Abwechslung und deswegen habe ich genießt meinen Sturm nach reagieren. Es war meine Entscheidung. Weil ich war fast 2 Jahre zusammen. Es war eine schöne Zeit, es war eine aufregende Zeit, es war auch sehr, sehr streng. Wie kann man sich das vorstellen von Ablauf? Wie funktioniert denn sowas? Oh, ja, man dran. Jeden Tag wird eine Folge ausgestrahlt, egal ob Urlaub oder irgendwas. Das geht das ganze Jahr durch. Das sind meine Tausende von Sendungen. Genau, wir haben im August schon mal 2 Wochen frei gehabt und im Dezember waren es auch mal 2 Wochen. Und so ist es durchgedraht. Durchgedraht, im wahrsten Sinne des Wortes. Beinharter Job, oder? Ja, knallhart. Ja, also krank sein gibt es nicht. Also, nein, es war schon sehr anstrengend, aber sehr schön. Jetzt wollten wir ja eigentlich einen Showreel zeigen. Dürfen wir es leider aus rechtlichen Gründen nicht machen. Aber mir ist aufgefallen, jemand darf den Dächter schon schauen, du hast in einer Postszene drin gewesen, du warst auch ganz nah im Weinen, beziehungsweise du hast geweint. Also ich habe so die Hälfte Zeit hast geweint. Ja, das ist... Ja, von Sturm gibt es nicht nur Küsse, sondern auch viele Tränen. Ja, also. Und das ist halt das, was in Sturm auch ausmacht, zwischen eben das Emotionale, das Friede vor der Eierkuchen, wo man sagt, man ist happy, man ist glücklich und dann kommt halt wieder die Intrige oder keine Ahnung, die Trennung und dann wird da halt auch viel geweint. Ja. Man spielt da ja eine Rolle. Ja. Und in der muss man ja einwachsen. Ja. Inwiefern ist denn da Eigencharakter drinnen? Kann man da wirklich nur was ganz Fremdes spielen oder ist da ein bisschen Debbie auch drinnen? Man füllt die Rolle schon mit, auch mit meinem Charakter. Nicht, weil beschreibe mal die Rolle, was hast du denn da gehabt? Also ich habe eine sehr sympathische Dame gespielt. Ja. Ich war die Hausdame vom Fürstenhof und ich bin sehr empathisch gewesen und ich war ja schon auch eine liebevolle Frau. Genau. Und bist du auch, oder? Ich glaube schon. Ja. Sonst hätte ich ja meinen alten Job nicht machen gekannt in der Altenpflege oder in dem Behindertenbereich. Ja. Nimmst du aus denselben Erfahrung mit auch aus dieser Zeit für definitiv, diesen Job? Definitiv. Ich glaube, alles, was mit Menschen zu tun also hat... Also nicht jetzt im Sinne, weil der Hauptdarsteller schon ein bisschen älter ist, das in seiner pflegen müsste ich quasi. Oh. Ja, kein Problem. Also haben wir wirklich kein Problem mit. Okay. Also, aber nein, jetzt mehr von der Empathie her, oder? Entweder man hat die Empathie oder man hat sie nicht da. Die kann nicht lernen, oder? Ich glaube nicht. Ja? Meinst du, dass man es lernen kann? Ich würde es mir oft wünschen bei vielen. Ja, das würde ich mir auch oft einmal wünschen. Ja, so ungefähr. Mhm. Theater ist natürlich das gewesen mit dem, was du gestartet bist. Ja. Und du hast mir im Vorgespräch irgendwie verraten, meine Leidenschaft ist eigentlich Theater. Schauspielerei ist toll und alles. Ja. Theater habe ich jetzt aber nicht so allzu viel gefunden, wo du spielst alleweil oder so. Nein, jetzt alleweil sowieso nicht. Genau. Mhm. Ich habe jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht mehr Theater gespielt. Ich war davor, eben, sei es München, in Stuttgart und in Frankfurt. Und die haben mich allen wieder gefragt, ob ich wieder kommen möchte. Aber das meine ich eben. Wenn ich mal irgendwo war, dann will ich wieder weiterschauen. Und deswegen habe ich jetzt momentan auch gesagt. Mhm. Aber ich sage eben, das ist ja meine Familie. Ich komme gern wieder zurück. Aber momentan lasst es mich noch ziehen. Und jetzt mit Corona ist sowieso eine blöde Zeit gewesen. Deswegen habe ich im Endeffekt jetzt geschaut, sowieso beim Sturm zu bleiben. Und jetzt mache ich sowieso wieder. Das war ein sicherer Job. Die durften weiterarbeiten. Ich bin dankbar. Ich bin oft sehr gesegnet mit solchen Sachen. Ja. Keine Ahnung warum, aber
bin, vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Du bist ein sehr viel gebuchtes Werbegesicht da. Ist das jetzt richtig gesagt? Oder ja, das hast du ganz toll gesagt. Also für Werbespots in unglaublich viele gesehen, Plakate, Werbespots. Das ist so ein bisschen der Sektor, der... Da kann ich mal ohne die. Naja, man ist immer austauschbar, gerade als Schauspielerin. Mhm. Aber nein, es ist echt erschreckend fast schon, dass bei mir ganz, ganz viel klappt. In Sachen Werbung hauptsächlich. Und das gefällt dir? Machst ja, es ist toll. Es ist toll. Vor allem für einen Geldbeutel. Das ist ja nicht ganz unwesentlich, oder? Weil, ja, ich meine, Werbung trennt man einen Tag. Nicht? Man ist einen Tag mit einem anderen Team. Man hat ständig andere Teams. Nicht? Und dann ist es auch wieder schön, wenn man sagt, man ist wieder irgendwo länger, sei es Theater oder sei es in einer Serie oder so, wo man halt auch wieder mit den gleichen Leuten zu tun hat. Und wenn du jetzt wieder ein bisschen mehr da bist, sehen wir dich nachher auf Südtirols Bühnen endlich? Ich bin ja einmal da gewesen, das war in Meran vor 3 Jahren, glaube ich. Aber ich glaube mittlerweile, dass es bei mir nicht mein Weg ist, glaube ich, weil sonst war ich schon längst da. Okay. Also, was müsste passieren, dass dieser Weg dann so ein bisschen eine Weiche kriegt? Naja, also wenn Unfragen kämen, noch kann ich ja oder nein sagen. Nicht? Aber so ist es nicht meine Bestimmung, glaube ich. Oh ja. Ich weiß es nicht. Also mittlerweile sage ich halt einfach, es ist nicht meine Bestimmung, weil ich habe schon öfters mal gekämpft drum und mittlerweile sage ich, mein Weg ist draußen in Deutschland, dann weiß ich einfach, was ich auch kriege und die anderen wissen auch, was sie kriegen. Und deswegen. Du bist ja eine Glücksfee. Das darf man recht sagen, wir haben es gerade davon auch geklärt. Ja. Und zwar Faber ist ja eine bekannte Glücksspielmarke in Deutschland und du bist die offizielle Glücksfee natürlich. Ja, die Glücksfee bin ich. Ja, da bin ich. Da. Ab jetzt, für die nächsten Jahre, oder? Ja, so wie es ausschaut schon, ja. Hey. Und neben der Glücksfee, was steht jetzt an, Debbie? Du, ich habe jetzt relativ viel noch getrennt. Also einmal Watzmann und Mitteltonne getrennt, eine große Rolle. Die Rosenheim Cops eine große, genau. Ja. Und Marie fängt Feuer, man jetzt eine kleinere Rolle gehabt. Ich habe jetzt noch 2, 3 Unfragen. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Aber ich bin gerade so entspannt und glücklich und mir kann nichts passieren. Glücklich also, muss es sein, die Fee. Und wir sind glücklich, wenn wir dich jetzt in Zukunft wieder weiterhin im Fernsehen sehen werden und eventuell vielleicht auch auf Südtirols Theaterbühnen. Deborah Müller! Das waren jetzt meine Fragen, Debbie. Ist zwar kennst du meine ziemlich gut, du und die Josie, oder? Ja. Ihr seid quasi Schwestern. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gewusst hat mit Tiramisu. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was viel, oder? Ja. Josie war's alles. Und jetzt bin ich neugierig, was das Publikum für dich weiß oder wissen will. Schauen wir mal, Debbie. Gehen wir schauen. Also, wie hat ein Kind in so einem Leben Platz? In meinem Leben? Oh, er hat sehr wohl Platz, weil Kind war ja für mich, es war ein Wunschkind, die Lara. Und dadurch, dass man sagt auch, ich bin draußen, aber ich bin auch so viel da und ich sage, meine Familie ist auch da. Und deswegen haben wir das alles zusammen gestemmt. Und meine Tochter ist mittlerweile, jetzt wird sie 20, ist in Graz beim Studieren und wir machen das alles reibungslos eben. Mit Hilfe von meinen Eltern und meine Mama ist mir auch nachgeflogen nach Frankfurt, nach Stuttgart, überall. Ja. Ja. Das geht halt auch da mit viel, viel Liebe. Nicht? Und die Lara ist mittlerweile eben in Graz, dass man sagt, man muss die Leute eben einfach ziehen lassen und der Leidenschaft irgendwo nachgehen, aber trotzdem auch allem die Kinder nicht vergessen. Das ist völlig klar. Schön. Ja. So, Debbie, welche Rolle... Nochmal. Ja, okay, ich verstehe dich. Wenn jemand dann du. Welche Rolle möchtest du noch spielen? Oh, irgendwie ganz viele. Hauptsache unterschiedlich und...
Es muss oft nicht grand sein, aber es darf auch ruhig mal in die andere Richtung gehen. So Bayerin oder so mal etwas. Nicht da mal die Blondine oder was weiß ich, sondern richtig Bayerin. Dieselbe will ich mal ausrengen lassen. Ja. Die Müllerin. Die Müllerin, so. Genau. Ich habe keinen Zweifel, dass das nicht wir zwei zusammen, Josie. Ja, schwierig. Doch. Wird witzig. Wird eine Komödie. Das wird eine Komödie, eindeutig. Hast du für die eine gute Work-Life-Balance gefunden? Boah, ja. Ja, also... Du, ich mache einfach. Ich habe auch gar keinen. Bist mal, du so die Yoga? Na, selber auf gar keinen Fall. Nein. Okay. Ich bin auch nicht die Sportlerin. Klangschale. Nein, ich weiß, du hast ein ganz tolles Instrument gekriegt. So, bist ja, das schon. Also, das hätte mir gefallen. Die Debbie hat aber für stressige Zeiten eine App auf dem Handy. Ja. Eine App. Darfst du das jetzt verordnen oder ist das eine App? Das darf sie sagen, absolut. Also nein, schon eine App oder so, wo ich mal irgendwie ein paar Klangschulen höre, noch schon einmal. Ne? Frage ich mal, sind es meine Klangschulen oder sind es die von der App? Nein, aber Musik ist eigentlich so ein bisschen meins, glaube ich. Okay. Spielst du oder Instrumente? Ich habe Querflöte gespielt, 15 Jahre, war bei der Musikkapelle in Lana. War unterwegs. Ja. Ja, Debbie, auf all deinen Wegen weiterhin viel Glück. Das bist du jetzt ja selber, die Glücksfee, aber auf jeden Fall, dass genau das passiert, was du da wünschst. Das wünschen wir danke dir. Debra Müller! Ja. So, der Alfred Meyer geht wieder auf die Bühne. Tja, und der Alfred, der hat einen weiteren Song mitgebracht und immer nach vorne sehen. Interessanter Titel. Hier ist er, Alfred E. Meyer mit der Kellerkapelle. Weitergehen, Stück für Stück. Immer nach vorne sehen, niemals zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Was niemand dachte, ist geschehen. Er kann das Leben schon verstehen. Wir dürfen uns nicht um dieselben Fragen drehen und voll Hoffnung in die Zukunft sehen. Immer nach vorne sehen, niemals zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Immer nach vorne sehen, niemals zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Los und ganz verlassen, dass du das Leben nicht verpassen. Immer nach vorne sehen, immer zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Immer nach vorne sehen, immer zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Wenn du glaubst, es geht nichts mehr. Ich weiß, das Leben ist nicht fair. Nimm dir ein Herz und versuch den Blick zu weiten. Es gibt auch Licht in dunklen Zeiten. Immer nach vorne sehen, niemals zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück. Immer nach vorne sehen, immer zurück. Es muss weitergehen, Stück für Stück.
Geboren und aufgewachsen ist er in Bozen. 7 Jahre lang arbeitete er als Jugendreferent und Leiter des Jugenddienstes Oberfinchgau, bevor er dann in Innsbruck Bildungswissenschaften studierte. Seitdem arbeitet er in vielen Bereichen der Bildung und Forschung, in Forschung und Lehre, sogar in der Gewaltprävention. Als Lehrbeauftragter der Uni Bozen beschäftigt er sich ständig mit vielen aktuellen Themen, vor allem aber mit dem Thema: Wie kann man als Gesellschaft in einer demokratischen Welt in Zeiten wie diesen nachhaltig leben? Herzlich willkommen, Armin Bernhard. Hallo. Hallo! Komm zu mir. Armin, schön, dass du da bist. Gerne. Armin, was darf man denn zum Trinken anbieten? Am liebsten Wasser. Wasser? Ohne. Ganz einfach. Oben ganz ohne und liebsten Wasser, ja. Du hast mir was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Ich habe die Regeln ein bisschen gesprengt. Ich habe 3 Sachen mitgebracht. Okay. Und zwar vergängliche Sachen. Mhm. Weil ich finde, das Vergängliche ist das, was unser Leben lebenswert macht. Ja. Vergängliche Sachen, so wie Beziehungen, so wie Leid, aber so wie auch die Dinge, was wir essen. Und so habe ich als erstes, ich lebe derzeit im Finchgau, habe ich eine Finchgau-Bohnensorte mitgebracht. In der heutigen Zeit ist wichtig, dass wir schauen, wie können wir ins zukünftige regional aufstellen. Und da gibt es eine Stangenbohne-Platzer. Oh. Das ist das Erste, weil Gott, weil das Thema Sorten und das Thema Saatgut derzeit ja sehr umstritten ist und wir derzeit schauen müssen, wie können wir Saatgut erhalten, weil derzeit ganz stark dahin gedrängt wird, das Saatgut so zu monopolisieren, dass der Tausch, die Weitergabe von mir zu dir eigentlich schon illegal ist. Es ist genau. Verboten, ich weiß das, ja. Das Zweite, okay. Eine typische Palabirne. Die Finchgau ja? Palabirne. Weil sie gerade zufällig reif sind, die Palabirnen. Mm. Und weil das im Grunde ein Ausdruck ist der Vielfalt. Ja. Wenn wir alles so vereinheitlichen, dann gibt es keine Palabirne. Und auch und keine Stangenbohne, gell? Genau, und die Palabirne, die stammt von bis zu 300 Jahre alte Bäume, der war 30 Meter hoch, im Himmel einwachsen und mit Mords auf- und geerntet werden. Okay. Und das Dritte. Der duftet super. Also. Habe ich da einen Ziegenkäse von der Prader Biodorf-Sennerei mitgebracht. Und zwar, weil es die dritte Ebene ist. Das erste, der Samen, aus dem alles wächst. Dann die Vielfalt in der Birne rein und das Veredeln eigentlich. Weil wir derzeit in einer Zeit leben, wo eigentlich die Rohstoffe vom Süden der Welt genommen werden, vom ländlichen Raum genommen werden, in die Metropolen gebracht werden und dort werden sie dann zu Geld gemacht. Bei den Lebensmitteln werden sie meistens industriell verarbeitet, wo dann nicht mehr viel Lebendiges draus schaut. Aber wenn man sie lokal verarbeitet, dann bleibt die Wertschöpfung vor Ort und dann bleibt das Wissen, das was wir eigentlich auch bei uns da weitergeben haben, in die ganze Welt verteilt haben, wo es billiger ist, bleibt das Wissen auch bei uns da. Und derzeit erleben wir in einer Welt, wo uns bewusst wird, wie wichtig das Wissen eigentlich war. So, und wir sind mittendrin in deiner Leidenschaft, in deinem Thema. Armin, ihr habt eingangs gesagt, ich lade einen Soziologen ein, der uns erklärt, was eine Gesellschaft ist, wie sie funktioniert und aufgebaut ist. Und du hast ja ganz viele Sachen, wie eben auch diese, da können wir auch noch hin. Versuchen wir erst einmal, damit wir eben das verstehen, was du uns da sagst, einmal die Gesellschaft zu analysieren. Ab wann ist denn was eine Gesellschaft und noch welche Werte soll die leben, dass sie auch miteinander geschaffen? Ich finde, das Wichtige ist, dass es ein Aushandlungsprozess ist. Und dass wir als Gesellschaft ständig damit konfrontiert sein, dass wir uns auseinandersetzen und auch aktuell uns auseinandersetzen müssen, wie wollen wir leben. Du verwendest jetzt aber das Wort wir. Genau. Aber vielleicht ist das allein mein Eindruck. Aber dieses wir ist nicht wirklich auf allen Ebenen so unterwegs, dass wir gemeinsam das schauen, wo können wir hin. Genau. Einerseits das, dass wir in einer Welt leben, die sich immer mehr spaltet. Die größte Spaltung in der Welt ist zwischen Arm und Reich. Und allweil mehr erleben, dass der Mittelstand jetzt aufgefressen wird, ausgebeutet wird, um das Verlogern von unten nach oben weiter treiben zu können. Aber was muss eine Gesellschaft tun, dass sie wirklich funktioniert? Also welche Grundwerte müssen zusammengelebt werden?
Ich finde, unser zentraler Wert ist, dass man sich bewusst wird, die Verantwortung für das, den Ort, wo man lebt. Es gibt einen österreichischen Ökonomen, der hat einmal gesagt, der Ort, wo ich lebe, die Region, wo ich lebe, Region definiere ich als das, wo ich mit meinen Augen hinschauen kann, wo ich mit einem Radl in einem Tag hin und retour komme und wo mein guter Ruf noch etwas zählt. Das heißt nicht so territorial mit Grenzen, genau angegrenzt, sondern etwas Flexibles, aber immer etwas ein Raum, wo ich sage, das ist der Raum, wo ich verantwortlich bin. In einem familiären Kontext weiß ich genau, für meine Tochter bin ich verantwortlich. Da muss ich handeln, da muss ich etwas tun, da wird es sonst niemand anders tun. Aber genauso ist es auch mit der Region. Und in einer globalisierten Welt, die versucht, alle Grenzen aufzulösen, verschwimmt natürlich auch die Verantwortung. Weil da weiß ich nicht mehr, wo bin ich verantwortlich, wo kann ich etwas tun. Mhm. Und genau die Verantwortung für das Gebiet, für ein Territorium, die brauchen wir wieder. Weil dann kommen wir ins Handeln. Und was wir heute in der Welt ja brauchen, ist ja, dass wir ins Handeln kommen und nicht nur ins Reden. Und wie empfindest du gerade die Situation? Bleiben wir mal bei uns in Südtirol. Es ist so was weltlich, also in der ganzen Welt ein bisschen analysiert, wie es draußen ist. Und wie ist es da bei uns? Das ist nicht ganz anders in Südtirol, als wir andernorts schlussendlich auch bei uns verhalten. Natürlich, dass wir ins Handeln kommen. Wir wissen, wir haben höchste Zeit, dass wir gesellschaftlich umsteuern müssen, dass wir anders leben, das anders gestalten müssen, weil so ist das überhaupt nicht zukunftstauglich. Und auch bei uns erlebt man vielfach, dass hauptsächlich in technologische Lösungen investiert wird. Wir erleben das überall das Gleiche, dass je größer die Krise ist, desto autoritärer die Reaktion. Und die Frage ist schlussendlich, die sich ins stellt, als Menschen, wie können wir in einer Welt, die immer autoritärer, technologischer Lösungen kämpft, wie können wir uns da organisieren, um da Lösungen zu finden? Jane Goodall war ja erst jetzt bei den Sustainability Days in Bozen beziehungsweise zugeschaltet und die etwas ältere Dame, die hat ja ganz lange Zeit mit Schimpansen gelebt, hat die Natur natürlich auch beobachten können und für sie war dann die Mission, ich muss da rausgehen und den Leuten das erklären, wie wichtig die Natur ist. Für viele sagen, das ist romantisches Denken, weil Kreislaufwirtschaft ist weit mehr als wir nur dieser Kilometer mit dem Fahrrad, wir müssen ja schauen, was macht unsere Nachbarregion und so weiter. Und was mich bei ihr aber trotzdem fasziniert hat, sie gibt die Hoffnung nicht auf, die ist sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen, gibt aber die Verantwortung der Jungen. Ist es so? Das wäre für mich jetzt zu einfach, die Verantwortung der Jungen geben. Ich glaube, die Jungen haben sicher viel mehr kreative Ideen und alles. Aber momentan sind die Älteren am Ruder. Und im Grunde müssen wir die am Ruder sind, die müssen umsteuern. Es gibt einen Postwachstumsökonomen, den Nico Bech, der hat das ein Beispiel geprägt. Der hat erzählt, wir sitzen alle auf der Titanic. Auf der Titanic, gell? Und wir sind da unten und dann sieht man den Captain da und die alle, die am Steuer sind und so weiter. Und dann kennen wir da unten auf, riefen, ja, da vorne ist der Eisberg, wir rasen voll auf den Eisberg zu. Und die am Captain, die am Ruder sind, die sagen, nein, wir sind das größte Schiff, was die Menschheit je gebaut hat. Wir sind das Stärkste, wir werden es schaffen, wir sind stärker als der Eisberg. Und dann ist die Frage, was tun wir unten? Dann können wir zwar jammern und lärmen und so weiter, aber schlussendlich müssen wir auch schauen, wie können wir uns bewegen und organisieren. Und dann wäre es eigentlich sinnvoll, dass wir uns zusammenschließen und schauen, wie können wir Rettungsboote bauen. Wie können wir Rettungsboote bauen in vielen verschiedenen Orten, vielen Regionen, die ganz unterschiedlich ausschauen, aber die Möglichkeit haben, die Stürme, die was auf uns zukommen, zu überdauern. Das klingt ja für mich jetzt in dem Moment, wir haben eine Riesenchance, eine bessere Gesellschaft zu werden. Stimmt das? Meines Erachtens schon. Aber wir müssen halt bereit sein, Dinge in Frage zu stellen und Dinge anders zu machen. Aber wie kriegt man das dann gesellschaftlich hin, dass wir das nicht so empfinden, dass uns was genommen wird oder ein Verzicht wäre? Wie kriegen wir das jetzt als Gesellschaft hin? Wir können Gesetze erlassen, okay. Ich sehe eigentlich kein Problem. Ich sehe nur immun, dass wir ganz, ganz viel gewinnen können. Ich glaube nicht, dass wir so viel verlieren können. Wenn ich da schaue, wie bin ich, ob das von Verkehr ist oder alles mögliche, da können mir viele Sachen, lass mal gern zurück und fange gern anders an. Armin, du hast ja ziemlich jetzt einen Erfolg, wenn man so will, nicht du persönlich, aber ihr habt mit eurem Projekt für Stilps 20 Millionen Euro gekriegt, das einzige Dorf in Südtirol, von diesem bekannten Fonds PNR, das kennst du besser aus. Jedenfalls ist jetzt auch eine Riesenchance. Die Gelder habe ich gekriegt, weil es du jetzt in die Zukunft investieren kannst. Das heißt praktisch von einem abwandergefährdeten Ort was Attraktives zu machen. Wie viele Einwohner hat denn jetzt Stilps? Stilps, das Dorf selber hat ungefähr gut 400 Einwohner.
Und dann kommen noch ein paar Gemeinden dazu oder halt sagen wir eine Fraktion. Ja, aber in dem Fall handelt es sich hauptsächlich um einen Hauptort des Dorf Stilfs. Das sind 20 Millionen schon viel für 400 Einwohner, oder? Ja, allerdings, ja. Es gibt das kann ich nicht so schnell rechnen, aber das wären also pro Kopf ungefähr, hast du das schon mal ausgerechnet? Ja, das ist relativ schnell ausgerechnet, weil 20 Millionen durch 400, bist du schneller 50.000. Ja, 50.000 pro Nase. Es gibt nur ganz andere Beispiele in Italien, wo es viel weniger sein. Jetzt ist das ja eine Riesenchance, was ihr da oben habt. Aber wahrscheinlich auch, so wie es Segen ist, wahrscheinlich auch Fluch. Machen da jetzt alle mit? Wählen die ja wirklich da jetzt was draus machen? Beziehungsweise wie motivieren die, dass das jetzt da oben richtig bergig wird? Im Grunde, es geht ja darum, mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die man jetzt hat, versuchen, okay, wie kann man Stilfs, wie kann man dort von der Zukunft her denken? Wir müssen im Grunde überlegen, okay, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter? Mhm. Und was heißt es, welche Voraussetzungen müssen wir jetzt schaffen, damit wir zukünftig gut leben können? Und wenn man mehrere Mittel zur Verfügung hat, ein Dorf wie Stilfs hat im Grunde ständig damit beschäftigt, das Nötigste zu flicken, weil man kann das auch nicht alles tun, was man tun müsste. Und jetzt hat man die Möglichkeit, weit in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, gemeinsam mit den Leuten zusammenzusitzen und sagen, okay, wie wollen wir da leben in Stilfs? Wie können wir das gestalten? Wie können wir einen ländlichen Raum attraktiv machen? Und können wir das auf ganz Südtirol im Prinzip einbrechen? Ist das die Aufgabe, was wir alle haben? Auf alle Fälle ist die Aufmerksamkeit, natürlich kann nicht jedes Dorf 20 Millionen selber weiter sein, aber es geht ja mehr darum, eine Überlegung zu machen, okay, wir können mehr für uns eine lebenswerte Zukunft machen. Und wir können ein Beispiel schaffen im Grunde und für den Beispiel kann man dann lernen, weil es wird sicher nicht alles perfekt laufen, werden sicher gewisse Dinge auch daneben gehen, aber das ist im Grunde alles ein Lernprozess, den wir da mitmachen. Armin, machen wir die Zukunftsgeschichte 10 Jahre voraus, okay? Du wachst in der Früh auf und es ist genauso, wie du es vorgestellt hast in Südtirol. Was hat denn sich verändert? Ja, ich finde, wahrscheinlich darf es nicht genauso sein, wie man es vorstellt. Weil diese Bereitschaft ist ständig wieder das Neue Gesellschaft wichtig. Aber sonst stelle ich mir sicher vor, dass viele Dinge, glaube ich, werden auf alle Fälle schon von Haus aus nicht mehr so funktionieren. Wenn wir schauen, jetzt was passiert mit dem Energiethema. Wir können nicht mehr so weiter wirtschaften. Obwohl wir jetzt nur mehr Steinkohle für Südamerika oder Gas, jetzt hat Fracking-Gas für Amerika importieren, das wird sich alles nicht mehr spielen. Aber was hat denn die Gesellschaft verändert, dass es geschafft hat? Bleiben wir noch mal dran. Ich glaube, das Einzige, was es verändern kann, weil ich erwarte mir nicht, dass es von oben verändert wird. Ich denke, das Einzige, was er verändern kann, ist, wenn es von unten kommt. Deshalb finde ich, der einzige Weg ist der, dass man sich unten zusammenschließt, dass man unten Gemeinschaften aufbaut und versucht auch, diesem ständigen Thema Angst, mit dem wir konfrontiert werden, das, was auf uns eindröhnt, dass man uns von der Angst befreien, eine Zukunft zu gestalten. Und dann gemeinsam versuchen, Ideen zu entwickeln, indem wir uns auf die Suche machen nach dem, so, was ist uns im Leben eigentlich wirklich wichtig. Bernhard, danke dir. Armin, war sehr, sehr spannend. Und Diana, wir haben jetzt mein Bild auf jeden Fall mal runtergekriegt, weil ich glaube, jeder von uns macht sich so ein bisschen den Gedanken. Auch die Sinnfrage, was ist die Aufgabe, warum sind wir da und so weiter. Gerade auch die Pandemie hat das ein bisschen beschleunigt. So, die Josie ist jetzt unterwegs und jetzt bin ich gespannt. Ob man jetzt das Publikum hat. Nein, der Schreck Thomas nicht, oder? Nein. Hä? Nein. Okay. Welche menschliche Eigenschaft ist für dich die wichtigste? Die wichtigste ist schon schwierig, aber ich würde mal sagen. Wenn du dich für eine entscheiden müsstest. Ja. Liebevoller Humor. Dann habe ich zwei vereint, ein bisschen. Steckt ganz so an, so. Lassen wir gelten. Welche drei Dinge muss man unbedingt ändern? Ich sage mal die gesellschaftlichen Strukturen mit den Machtverhältnissen. Uns selbst, wahrscheinlich als erstes. Und dann aktuell unseren Umgang mit Konflikten. Wo würdest du anfangen? Alles zugleich. Vollgas! Im Grunde muss ich bei mir anfangen, muss ich an den Verhältnissen sich etwas ändern und ich kann dort beginnen, wo ich Zugriff habe.
Das heißt, wo ich keinen Zugriff habe, da kann ich nicht starten. Und wenn ich da Zugriff habe, dann muss ich dort was tun. Wenn ich jetzt einen Dialog initiieren könnte in der Ukraine drüben, dann müsste ich sagen, wir alles investieren in den Dialog und nicht in den weiteren Aufrüsten da von beiden Seiten. Ja. Ja. Haben wir noch einen? So, einer haben wir noch. Sind die Leute skeptisch in Stilfs? Es gibt überall skeptische Leute mit Recht. Skeptisch sein ist eine sehr wichtige Eigenschaft, glaube ich. Besonders wenn es um Geld geht und so Dinge, nachher soll man grundsätzlich auch ein bisschen skeptisch sein. Aber? Aber die Skeptis bringt genau vielleicht die richtigen Fragen auch dann ins Spiel. Und in diesem Wechselspiel zwischen Begeisterung und Skepsis entsteht vielleicht der Weg. Super. Armin Bernhard. Musik spielt bei dir eine große Rolle, oder? Ja. Spielst du selber auch, oder? Nein, selber leider nicht. Das ist mir in meiner Musikschulzeit ausgetrieben worden. Ausgetrieben direkt? Weil okay. Da hat man ja ganz noch Regeln und Pfeife tanzen müssen in der Musikschule und das hat nicht funktioniert. Aber weil nicht gut, oder weil? Nein, weil da allem etwas falsch war, was man gemacht hat. Und wenn man nur mit dem konfrontiert wird, was man falsch macht, dann verliert man natürlich die Lust. Da hat jetzt nicht ganz umsonst der Alfred gehustet. Ich verstehe ihn. Alfred, du hast noch einen weiteren Song mitgebracht. Und zwar, der heißt Liebe Worte auf Schokoladenpapier. Ein wunderbares Lied. Und das singt er allein. Und ja, ich glaube, der Song ist für seine Frau. Alfred E. Meyer. Blicke, deine Augen, die Arte wird zart sein mit dir. In Winternächten wie ein Eskimo im Schneefeld mit dir. Briefe, ein Anruf, verbunden sein mit dir. Wiedersehen an Samstagnachmittagen, Spaziergang mit dir. Wärme, kleine Zeichen. Mit großer Wirkung von dir, liebe Worte auf Schokoladepapier. All das hat uns zusammengebracht und uns zu Gefährten gemacht. All das hat uns zusammengebracht. Gebracht und uns zu Gefährten gemacht. Wir lesen so manchen Winterabend vergehen mit dem Wunsch in unseren Herzen, die Zeit bliebe stehen. Unser Ja zueinander, auch wenn stürmt oder schneit, hat uns in Höhen und Tiefen vereint. All das hat uns zusammengebracht und uns zu Gefährten gemacht. All das hat uns zusammengebracht und uns zu Gefährten gemacht. Erkennen auch Tage, wo man sich innerlich wehrt und die Wege des anderen nicht mehr versteht. Aber es dauert nicht lange, bis dann Einheit gelingt, weil wir nicht alleine sind. All das hat uns zusammengebracht und uns zu Gefährten gemacht. All das hat uns
zusammengebracht und uns zu Gefährten gemacht. Alfred E. Meyer und Alfred, komm, quetsch dich durch die Kameras irgendwie hin. Yep. Ich lese da jetzt einfach mal ein paar Sachen vor. Neid, Füllerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Alfred, was ist denn das? Da sind ein paar Sünden benannt, ja. Sagen uns die tot sind, oder? Ja, ja, ja. Also deine Approbation für die Religionsstunde, ja, Herr. Du bist ein Fachmann, denke ich, nicht, oder? Ja. Sein ist die. Die gibt es ja seit dem Mittelalter, oder? Die gibt es seit dem Mittelalter, aber ja. Sünde müssen wir eigentlich einmal neu definieren. Mhm. Sünde kommt eigentlich von dem alten norddeutschen Wort Sund. Und Sund ist der Bereich zwischen Festland und Insel. Sund. Also es ist eine Trennung zwischen Festland und Insel. Mhm. Und da kommt das Sünde her. Wenn ich mich von den Gedanken Gottes und für das, was er mir ja gegeben hat, ich sage halt, wir haben ja Lebenstipps gekriegt von Gott. Zu den Schälern sage ich nicht die 10 Gebote. Mhm. Ich sage, es sind 10 Lebenstipps. Und wenn ich mich von denen trenne, dann bin ich automatisch in der Sünde, also getrennt von Gott. Und das war die bessere Definition. Okay. Wie das, was mir so her, nicht? Das ist Sünde, weißt du? Ja, auch Tiramisu essen ist eine Sünde, oh, wert, ja, oder? Oh, ja, eben. Da kann ich unterschreiben. Inflationär verwendet worden, das Wort Sünde. Ja, ja, ja. Und so versuche ich es noch zu erklären. Hm. Ne, da trenne ich mich einfach von dem, was mir gut tut. Ja, bis zum Schluss brauchen wir ja genau wieder diese Werte, das Bewusstsein dieser Todsünden, dass wir in der Gesellschaft wahrscheinlich ja ein paar Schritte da machen. Wir haben was vor. Du hast QR-Codes, Josie. Ja. Die bitte die jetzt einmal auf die ich Tische. Teile sie mal aus. Ja, du teilst sie einfach mal aus. So. Denn wir wollen hier eine Kellershow-Umfrage machen. Und wir picken jetzt von diesen 7 Todsünden, picken wir mal einfach 3 aus und probieren sie aufs eigene Leben Ohr zu brechen. Aber dann lassen wir jetzt einmal nochmal in Alfred vielleicht erklären. Immer recht, nehmen wir mal Hochmut her. Kannst du kurz erklären, was ist Hochmut? Der hochmütige Mensch ist einfach, wie das Wort auch schon sagt, er ist hoch, er ist über allem, er ist da oben. Mhm. Nicht? Und es ist ja im Prinzip wahrscheinlich auch die schlimmste der 7 Todsünden, oder? Hochmut. Hochmut kommt vor den Fall, ja, zum Beispiel, oder? Ja. Genau. Ja, brechen wir es einfach mal ein. Also es funktioniert so. Ihr seht jetzt die Frage aufleuchten auf eurem Smartphone in der Umfrage. Und es geht jetzt darum, dass man das jetzt auf sich selber einbricht. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, Hochmut, auf mich runterbezogen, ist voll da, dann wäre das die 5. Und wenn es überhaupt nicht ist in meinem Leben, also dass ich hochmütig bin, wenn man so will, dann ist es die 1. Ist das klar? Also bei euch steht es eh ganz gut an. Ich hoffe, ihr habt das jetzt ganz gut erklärt. Für euch, bei euch ist anonym, bei den Kleidern nicht. Hochmut für dich, Armin, von einer Skala von 1 bis 5, wo bist du? Oder wo findest du die? Vielleicht ist das richtiger. Das ist, kann man leider Falsches sagen. ich versuche mein Bestes, um da irgendwo nicht da wahnsinnig aus dem Ruder zu schlagen. Mhm. Wahnsinnig aus dem Ruder zu schlagen. Für dich, Debbie, was ist für dich Hochmut? Naja, also in meinem Job ist es nochmal vielleicht eine andere Geschichte. Ich bin sehr demütig mit dem, was ich an Jobs kriege. Wobei trotzdem im Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut, klar, wie Hochmut. Ja. Wie geht man jetzt mit diesem Mut um? Es ist halt immer so eine Sache, vor allem wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, nachher, zum Beispiel die Fans oder die Leute wollen ja genau das dann sehen, dass man tada, ja, das hat man sich ja hart erarbeitet, das soll man wohl zeigen dürfen, oder? Ja, aber alles andere hat zum Beispiel öffentlich nicht Platz. Dass man mal sagt, mir geht es mal nicht so gut oder man ist zu demütig, kann ich mich irgendwo verkriechen, das ist auch nicht das Richtige. So in der Öffentlichkeit bin ich vielleicht eine andere Person als zum Beispiel auch privat. Okay, von 1 bis 5, wo finden wir die? Oder wo findest du die? Ich würde schon sagen, ich bin sehr demütig. Also ich persönlich bin, glaube ich, schon, ich sage mal bei 2. Das ist ja die Masse.
Also, jetzt muss ich glatt meine Brille das erste Mal aufziehen heute. Oi. Es ist an der Zeit. Okay, also 16% ein Stern, 41% 2, 28% 3 und 16% 4. Das ist repräsentativ, wir haben alles ein bisschen da. Wir haben Musiker da, wir haben Künstler da, wir haben schwangere Frauen da. Wir haben im Prinzip alles ein bisschen da. Dann gehen wir auf die nächste Frage hin. Habgier. Was ist denn Gier, Alfred? Gier. In zwei Sätzen. In zwei Sätzen. Anraffen, anraffen, anraffen und eben nicht verstehen, dass eben ich nur empfangen kann, wenn ich gebe. Du hast jetzt 20 Millionen angerafft für Stilfs. Wie gefährlich ist das jetzt? Immerhin 20 Millionen, gell? Wurde habe es ja nicht ich angerafft schlussendlich, sondern habe es auch nicht, zum Glück nicht für mich angerafft eigentlich. Wenn dann, angerafft ist super. Das ist immer ein... Ja. Aber mit dem Wort Gier tue ich mich schon schwer, da kann ich mich nicht anfreunden. Okay. Muss ich sagen. Für dich Gier? Gierig nach Erfolg? Mir, ich tue eher mit Ehrgeiz, ist bei mir eher das Thema. Hm. Nicht Gier ist eigentlich sehr negativ behaftet. Kommt mir für. Und Gier ist etwas. Es sind Todsünden, Hans. Da kommt wieder die Sünde. Da sehe ich noch eher schon wieder die Märchen, wo die Hexen noch irgendwie, keine Ahnung, ich will alles zusammen und was. Ja. Aber in Gesellschaft ist das ja ein bisschen so verankert. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, wie repräsentativ unsere Umfrage hier natürlich ausfällt. 7% nur einen Stern, 43 zwei, 43 drei Sterne, 4 und 5. Also wir haben da schon ein paar ganz gierige da. mal noch schauen. So, ist ja alles anonym. Raffse. Du gierig? Ich ne. Nix? Nee, gierig nach Tiramisu von Debbie? Ich hab's noch nie probiert. Vielleicht würde sich da eine kleine Gier entwickeln, aber ansonsten bin ich, glaube ich, kein gieriger Mensch. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Conny, unterschreiben. Kannst mal wieder. Ja, ich kann mal Neid. Unterschreiben. Wir verstehen uns. 5 Euro kriegst du später. Neid ist ja auch so eine Todsünde, die, sagen wir ja oft mal neidisch, oder? Wann man wird das genau in deinem Job so ein bisschen bin neidisch, weil der mehr Rollen kriegt als ich? Neidisch, so? Man hätte es auch vielleicht gern. Mhm. Und trotzdem gönne ich es in den anderen. Wenn die Josie jetzt etwas kriegt, wo ich sage, Deichsel, das hätte ich auch gern gehabt und freut mich für die. Es ist. Ist es für dich aber schwierig, dass du dich für sie freuen kannst? Oder, geht's leicht? Nein, das geht definitiv das geht leicht, ja. Mhm. Armin, zum Neid? Ich würde mit dem Wunsch lesen, im Grunde ist der Neid ist halt ein Sehnsuchtsort. Letztlich. Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema, wenn man sich auf das konzentriert, was man selber hat und nicht auf das, was die anderen haben, kommt man damit, glaube ich, auch nicht vergleichen. Besser man darf sich nie vergleichen mit jemandem, auch gerade in meinem Beruf. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, sich vergleichen mit anderen, dass man sagt, na, sie stehen und der Dings, die haben es da hin. Darf man nicht. Ich habe meinen Weg, mein Weg ist anders als was deiner. Nicht? Ja. Das habe ich nicht verstanden, Neid. Ich habe allem verklagt, allem jeden als vergund. Ich bin allem gefreut. Ja. Was ist dir gut? Na, freien. Das ist ich super, das so freien, ja, das habe ich nicht verstanden. Andererseits braucht man Neider. Reinhard Fendrich hat das in meiner Lehre drin. Nur mit Neider kommt man weiter. Deswegen wird ein paar Neider da sein. Ich weiß nicht mehr, welchen Lehrer das ist. Diese Todsünde Neid für die Gesellschaft, wenn wir das kurz so entbrechen. Hinderlich, diese Schritte zu machen, die wir zuvor angesprochen haben, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark auf Konkurrenz geeicht ist. Wo wir ständig im Grunde von der Schule auf lernen, in Konkurrenz zu sein mit Gleichaltrigen und schauen, wer ist besser und so weiter. Und im Grunde ist das ein gelernter Prozess. Und im Grunde, wir müssen lernen, das eigentlich dann abzulegen. Wir müssen viele Dinge verlernen, die man uns eigentlich ungelernt hat. Mhm. Selber war eigentlich eine der großen Aufgaben. Ja. Und genauso finde ich, der Neid oder der Blick auf den anderen und allem den, das Vergleichen, das wird ihn so ständig, trichtert ihn von allen Seiten auf ins eine. Und da müssen wir aktiv im Grunde schauen, wie können wir eigentlich das Miteinander mehr zelebrieren, als wir das Gegeneinander. Das können wir auf jeden Fall. Das ist das richtige Ding. Miteinander. Das
ist genau das. Jetzt vielleicht nur noch die Umfrageergebnisse. Wir haben 67% nur einen Stern, also wir sind da schon ganz gut unterwegs. Dann haben wir 27, zwei Sterne, dann 15, ja, ein bisschen neidisch sein, oder mit 4, das sind 9% und 0% haben 5. Das ist schön. Also, tja, ich glaube, wir kriegen es hin, oder? Mit dem, was uns bevorsteht als Gesellschaft, Damen. Wenn du jetzt die Umfragewerte da siehst, bist du zufrieden? Natürlich, Selbsteinschätzung ist all meine. Das war ja anonym, also genau, wir haben das. Genau. Aber trotzdem, es anonym ist, ist immer nicht ganz losgelöst von. Wenn ich mein Leben zurückschaue, dann mache ich mir all meinen roten Faden. Und das ist all meine Konstruktion, eine Geschichte, die ich mir erzähle. Mhm. Und die erzählen mir all meine Geschichte meines Lebens und meines Seins und meine Identität. Das ist all meine, schlussendlich ein Bild, an dem ich ständig weiterarbeite. Mhm. Und das im Grunde allem versucht, irgendwie mit der Realität oder in Einklang zu sein. Schöne weise Worte ganz am Ende von unserer Sendung. Die Sendezeit ist quasi vorbei. Alfred, du hast noch einen Song mitgebracht und den singst du mit deiner Tochter. Jawohl. Um was geht's denn, Sam? Da freue ich mich jetzt wirklich, weil es ist ja, wenn man Lieder schreibt, das ist ja Psalmen, das ist ja Gebet. Und das Lied ist eigentlich das bekannteste Lied, eigentlich, was ich geschrieben habe. Das wird von Jugendgruppen, Jugendbands und so weiter nicht live bei Wortgottesdienste gespielt. Das ist einfach rumgekommen, das Lied. Und wenn man das noch, also ich bin ja Papa von drei Kindern, aber wenn man das noch kann, mit den eigenen Kindern singen, dann schlag ich das Vaterherz halt nochmal her. Das ist immer so kräftig, schlägt dein Herz. Alfred E. Meyer! Tja, liebe Debbie, wir wünschen dir viel Erfolg auf allen Bühnen der Welt, auf allen Brettern, danke, die Welt bedeuten. Und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Danke. Deborah Müller! Armin Bernhard, dir viel Kraft, viel Mut. Also nicht Demut und Hochmut, also das dazwischen drinnen in Stilfsorben, dass es da ein ganz tolles Projekt auf die vier Stellen kennst und weiterhin solche tolle Projekte initiierst, wie du zum Beispiel mit der Bürgerinitiative und so weiter gemacht hast. Also mach da weiter, wo du angefangen hast. Dankeschön. Danke. So, die Sendezeit ist um, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank fürs Einschalten zu Hause. Jetzt gibt es noch einen Song von Alfred E. Meyer. Ich bedanke mich bei dir, liebe Josie. Hast du super gemacht. Dankeschön. Ich danke dir. Liebes Publikum, Dankeschön. Tja, und wir sehen uns wieder, wenn Sie Lust haben, bei der nächsten Ausgabe von Tom's Keller Show. Danke allen, die mitgewirkt haben. Alfred E. Meyer. Du bist mein Gott, ich suche dich. Ich sehne mich nach dir. Ich dürste nach dir, oh Herr. Wie wasserloses Land. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Du machst mich satt, du machst mich glücklich. Mit meinen Lippen preis ich dich. Mein Leben lang will ich dir danken. Mich nach dir strecken im Gebet. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Ich halte mich ganz eng an dich. Du stützt mich mit seiner Hand. Ich danke dir für deine Liebe, die mich begleitet Tag für Tag.